Altersarmut bei fast der Hälfte aller vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland erwartet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich steige gleich mal in die ähm, Nachricht ein, die heute aus meiner Sicht eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und zwar hat zum Beispiel in der Zeit online gut zu erkennen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mitgeteilt, dass Millionen Beschäftigte weniger als 1.500 Euro Nettorente erhalten werden. Und zwar nach 45 Jahren Arbeit bekommen 9 Millionen Vollzeitbeschäftigte künftig eine Rente von weniger als 1.500 Euro. Das wurde dem linken Fraktionschef Dietmar Bartsch mitgeteilt. Er warnt vor Altersarmut. Meine Damen und Herren, davor warne ich natürlich auch. Das sage ich auch schon, seit ich sozusagen Rentenberater bin. Hier kommt eine Riesenwelle von Altersarmut auf uns zu. Vor allen Dingen Menschen in Ostdeutschland werden davon massiv betroffen sein. Von rund 22 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, Vollzeitbeschäftigten, meine Damen und Herren, werden rund 9,3 Millionen, also fast die Hälfte, eine Rente unter 1500 Euro erhalten. Und ich habe natürlich mal nachgerechnet, ob das hier alles so stimmt. Und zwar hat man hier also mitgeteilt, dass bei einer 40-Stunden-Woche, wenn man 45 Jahre arbeitet, rechnerisch äh, muss man 20,78 Euro erreichen. Das entspricht praktisch einem Bruttomonatslohn von 3602 Euro. Und ich habe dann mal mit den aktuellen Rentenwerten gerechnet, unter anderem mit dem äh, derzeit bestehenden ähm, Durchschnittseinkommen, was für, 2043, was für 2023 gilt, also das liegt bei ungefähr 43.000 Euro. Das heißt, Sie müssen 43.000 Euro verdienen, um einen Entgeltpunkt zu erhalten. Bei 3.602 Euro Brutto-Monatslohn kommen Sie auf 43.000 und ein paar Äpfelstückchen. Das habe ich dividiert durch das vorläufige Durchschnittsentgelt, was für dieses Jahr gilt, und komme da ungefähr auf einen Entgeltpunkt, also knapp über einen Entgeltpunkt. Das habe ich wiederum multipliziert mit 45. Und dann mit dem aktuellen Rentenwert 37,60 Euro vervielfältigt und komme auf eine Bruttorente von 1652 Euro. Wenn ich davon natürlich Kranken- und Pflegebeiträge abziehe, äh, aktuell rund bei 11,5 bis 12 Prozent, je nachdem wie hoch die Zusatzbeiträge und auch äh, Pflegebeitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung ist, liege ich bei. Unter 1.500 Euro netto. Meine Damen und Herren, das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie schuften 40, 45, 45 Jahre und bekommen 1.500 Euro netto Rente. Das ist ein Witz. Ja, also da brauche ich eigentlich im Grunde schon fast gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Da kann ich auch letzten Endes, wenn ich das will, ins Bürgergeld gehen. Da habe ich eigentlich letzten Endes mehr davon und viel weniger Stress. So denken zumindest einige Menschen hier in Deutschland. Meine Damen und Herren, was ähm, auch ganz wichtig ist: wer 1200 Euro Rente haben möchte, später einmal, der muss rechnerisch einen Stundenlohn von 16,62 Euro erreichen. Das heißt also, ein Bruttomonatslohn von 2882 Euro. Das ist dann ungefähr auch der Wert, den ich auch so ausgerechnet habe. Bezogen auf ähm, dann 1300 Euro wäre ein Stundenlohn von 18,01 Euro und Cent notwendig. Meine Damen und Herren, die Erhöhung des Mindestlohnes, so sagt es auch Dietmar Bartsch, ist extrem wichtig, dass wir hier sozusagen einen deutlich höheren Mindestlohn bekommen, damit wir, eine, damit wir eine armutsfeste Rente von 1200 Euro bekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir brauchen 1200 Euro armutsfeste Rente und die kann ich nur erreichen, wenn ich aktuell 16,62 Euro Bruttostundenlohn habe und viele von den Menschen in Deutschland, die ähm, hier arbeiten, Arbeiten im Mindestlohnbereich, also bei, bei 12,41 Euro. Das ist aus meiner Sicht ein absoluter Witz. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, die Situation ist prekär, sie ist brenzlig. Das äh, sogenannte Äquivalenzprinzip führt dazu, dass wir in Deutschland immer mehr Menschen haben, die aufgrund schlechter Bezahlung eine geringe Rente oder eine niedrige Rente in der Zukunft zu erwarten haben. Das ist ein Unding. Und deshalb fordere ich auch die Politik auf, endlich handeln oder aber sie werden ihr Déjà-vu erleben, spätestens zur Bundestagswahl 2025. Und das ist keine Voraussage mehr oder Vorhersage mehr, die ich Ihnen äh, geben muss, liebe Politikerinnen und Politiker in Berlin, werden die Menschen, weil sie schlicht und ergreifend von den äh, herrschenden Politikerinnen und Politikern der CDU, CSU, der SPD, den Grünen, der FDP einfach nur noch enttäuscht sind und sich im Grunde genommen auch letzten Endes, ich äh, werde das Wort nicht benutzen, fair A fühlen und deshalb hier die entsprechenden Ränder wählen rechts oder links, das kommt dann immer noch drauf an. Meine Damen und Herren, soweit muss es aber nicht kommen. Wir brauchen dringend eine Rentenreform in Deutschland. Wir brauchen dringend eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung und es müssen alle in die Rentenversicherung einzahlen, auch unsere lieben Beamten, meine Damen und Herren. Ich betreibe kein Beamtenbashing, sondern ich sage schlicht und ergreifend: Es kann nicht wahr sein, dass Beamte äh, nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Es kann nicht wahr sein, dass Beamte keinen einzigen Cent Ihres Bruttolohns, den Sie vom Dienstherrn erhalten, für eine Rücklage einzahlen und Sie auch noch äh, bevorzugt werden in der Krankenversicherung. Das muss in Deutschland ein Ende haben. Deshalb sage ich Mindestlohnerhöhung deutlich höher als 14 Euro und wir brauchen eine armutsfeste Mindestrente. Das ansonsten führt unser System hier in eine Armutskatastrophe. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.